meine Damen und Herren, Sie kennen Plasberg, Sie kennen Will, Sie kennen Sandra Maischberger, Maybrit Illner und all diese Runden. Wir sind hier viel besser, weil wir sind erstens kompetent, zweitens nicht durchgegendert. Ne? Es ist hier nochmal so wie früher, ne? Herren in Anzügen, überwiegend Anthrazit. Aber das Thema ist auch ernst genug. Es geht um das Thema der internationale Blick. Vor ein, zwei Jahren hätten wir hier noch gesessen und uns irgendwelche Globalisierungsgeschichten erzählt, wie wichtig das ist. Wir haben es gestern von Dagmar Blume gehört, Bombardier, Globalisierung 4.0. Seitdem zum Beispiel im Weißen Haus jemand sitzt, der einen hohen Unterhaltungsfaktor hat, aber für die Weltwirtschaft, sag ich mal, noch ein bisschen unberechenbar ist. Seit dem Brexit, seit den gescheiterten TTIP-Verhandlungen hat man den Eindruck, huch, auf einmal wird wieder alles nationalisiert. Es ist die Rede von Strafzöllen und Abschottung und all sowas. Was bedeutet das für den Vertrieb? Das klären wir mit zwei Menschen, die es wissen müssen. Zu meiner Linken, Ihrer Rechten, Professor Dr. Gabriel Felbermayr, Leiter des Zentrums Außenwirtschaft beim IFO-Institut in München. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Oh, herzlichen Dank. Das heißt, das IFO-Institut besteht nicht nur aus Professor Sinn, der offenbar 7 Doppelgänger hat, die alle ganz viele Interviews geben. Das ist eine gute Nachricht. Christian Rost, schön, dass er da ist. Senior Manager Customs bei BASF und im Arbeitskreis Zoll des BDI. Da sind mehrere interessante Informationen. Ey, der hat aber auch einen Applaus jetzt verdient, oder? So, tolles Publikum, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr tolles Publikum. Arbeitskreis Zoll beim BDI. Da guckt ihr euch Schmuggelware an oder was tut man da? Nicht konkret. Also beim Arbeitskreis Zoll beim BDI sind wir die Schnittstelle zwischen der Industrie und der Verwaltung auf der einen Seite, aber auch zur Politik in Berlin und in Brüssel, um ganz einfach die Anliegen, die wir aus dem Tagesgeschäft, aus dem Warenverkehr, aus dem internationalen Warenverkehr haben, um das denen näher zu bringen, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Anti-Dumping-Zölle erhoben werden sollten, was unsere Meinung dazu ist, das können wir über den Arbeitskreis Zoll an die entsprechenden Stellen dann vorbringen. Und dieser Arbeitskreis ist beim BDI angesiedelt, ja, und die spielen das dann wiederum in die Politik. Genau so. So funktioniert genau das. So ein bisschen ist das mit dem IFO-Institut auch. Ne? Also Sie machen Studien, Expertisen und auch für die Politik. Zentrum für Außenwirtschaft. Teilen Sie meine laienhafte Einschätzung, dass sich da so die globale Stimmung in den letzten 12, 24 Monaten doch ein bisschen geändert hat? Oder ist das wieder nur diese Lügenpresse? Nee, doch, ich glaube, das kann man schon sagen. Wir haben vor 2 Jahren noch an TTIP geglaubt. Also bei Kongressen dieser Art hätte ich Ihnen erzählt, welche Vorteile, vielleicht auch welche Risiken aus TTIP zu erwarten sind. Das ist komplett weg. Wir reden nicht mehr über neue Liberalisierung, sondern wir fürchten uns vor dem Rückschritt, vor Strafzöllen, die schon angesprochen werden, vor den Unwägbarkeiten eines Brexit. Also was wir in unseren Studien machen, was die Presse von uns will, was die Politik von uns will, hat sich tatsächlich dramatisch geändert. Die Vorzeichen, die vorher auf Plus standen, stehen heute auf Minus. Kurze Frage ins Publikum. Wer von Ihnen ist im Vertrieb jetzt international, auch international orientiert? Das ist dann doch eine deutliche Mehrheit, würde ich sagen. Lassen Sie uns mal in die Glaskugel gucken. Wir erfahren heute womöglich einen Zwischenstand, wie President Trump zum Pariser Klimaabkommen steht. Da haben wir ja praktisch stündlich neue Tweets erhalten. Wie geht das weiter? Also worauf müssen wir uns einstellen? Meint er das ernst mit der Abschottung deutscher Autos, 35% drauf? Die Glaskugel ist sehr trüb, kann man nur sagen. Also wir können nicht wirklich weit schauen. Alles, was aus der US-Administration gerade kommt, ist unberechenbar, genauso wie ihr Chef im Moment. Deshalb ist unser Motto, wir warten ab. Wir schauen genau hin, wir analysieren, was kommt, aber dass wir jetzt schon einen Weg, einen Plan haben, was kommt, ist nicht möglich im Moment.
Teilen Sie die trübe Glaskugel? Naja, wir am IFO machen wir Prognosen und ich würde jetzt sicherlich nicht sagen, dass die Glaskugel immer trüber wird, aber sicher haben wir große Unsicherheiten. Und jedenfalls das wissen wir, dass es einen Präsidenten gibt im Oval Office, der seine Meinung täglich ändert und wo wir nicht wissen, woran wir sind. Wir haben aber schon ein paar erste Indizien. Es gibt ein offizielles Dokument, das die handelspolitische Agenda des Präsidenten für das Jahr 2017 jedenfalls beschreibt. Was einem dort auffällt, ist, wie oft das Wort aggressive vorkommt, ja, gleich an mehreren Stellen. Man will aggressiv die Interessen der USA vertreten, man will aggressiv die verfügbaren Instrumente der Welthandelsorganisation nutzen und dazu gehören dann eben auch die Strafzölle. Und die Amerikaner haben auch, das hat 3 Monate gedauert, mittlerweile einen US Trade Representative, also eine Art Handelsminister. Und der ist interessant, der heißt Robert Lighthizer. Der ist interessant, weil der bei Donald Reagan stellvertretender USTR war und dort sehr freizügig mit allen möglichen Dingen umgegangen ist, wie mit Strafzöllen. Damals waren die Japaner und nicht die Chinesen das große Ziel. Und da hat er sozusagen seine Spuren verdient. Als einer, der mit diesen Zoll- und Strafzollinstrumenten umgehen kann. Und ich glaube, das können wir schon erwarten. So viel zeichnet sich dann doch schon ab in der Glaskugel, dass die Amerikaner mit diesen Instrumentarien sehr viel freizügiger umgehen werden und weniger Rücksicht auf Interessen anderer haben werden. Wir haben ja jetzt schon gesehen, es gab vor kurzem eine Strafzollhütte Dillingen und Salzgitter. Ja, denen wird Dumping vorgeworfen. Ich glaube, die Unternehmensvertreter, die runzeln da nur die Stirn, die verstehen nicht, wie das gemeint sein soll. Aber mit dieser Art von Unsicherheiten, handelspolitischer Art, jederzeit zu einem ins Radar des Präsidenten zu kommen und dann hat man plötzlich 20% höhere Kosten in den USA. Mit dieser Art von Unsicherheit muss man sich, glaube ich, arrangieren. Und die Unternehmen müssen die heute schon einplanen, wenn sie über Vertriebsentscheidungen nachdenken. Aber jetzt mal ganz praktisch, gibt es ja historische Erfahrungen, wie geht das mit den Strafzöllen? Geht das nach Produkten, nach Branchen, nach... Wie lange dauert sowas? Strafzölle sind im Regelfall sehr konkrete Maßnahmen auf Produkte. Und es geht auch schnell. Und wenn ein Staat es umsetzen will, national, dann ist es in einem Handstreich gemacht. Also wir kennen die Presidential Orders. Das kann sehr schnell gehen. Also man braucht jetzt nicht lange parlamentarische Wege oder sowas. Der twittert das heute Morgen und morgen, genau. Heute Abend gibt es einen Strafzoll. Das kann sehr schnell gehen. Genauso schnell wie die Administration, die Exekutive darauf reagieren kann, genauso schnell wird das durchgezogen. Es gibt natürlich schon eine rechtliche Grundlage. Nicht? Der Präsident kann nicht einfach im Vakuum agieren. Das Interessante ist, dass diese rechtlichen Grundlagen teilweise unglaublich alt sind. 1930 gibt es ein Gesetz, 1974 ein anderes. Nicht? Die Welt hat sich damals dramatisch geändert. Aber was da drin steht, ermächtigt den Präsidenten unter bestimmten Bedingungen, Strafzölle zu erheben. Und diese Bedingungen sind sehr elastisch. Da müssen halt sozusagen zum Beispiel nationale Sicherheitsinteressen der USA betroffen sein. Aber auch wirtschaftliche Interessen. Im Prinzip reicht es schon fast aus, wenn ein Unternehmen anruft im Weißen Haus und sagt, ich muss jetzt gleich 1000 Leute entlassen wegen dem deutschen Wettbewerb oder der chinesischen Konkurrenz. Macht da was und dann findet man schon irgendwas aus diesen Gesetzen. Währungsmanipulation ist auch so etwas, dass man da aus dem Hut zaubern kann. Das heißt, da gibt's zwar eine Rechtsgrundlage, aber eine extrem dehnbare und eine, die fast schon 80 Jahre alt ist. 1930 ist eine Weile her. Aber jetzt ganz praktisch, könnte jetzt ein Trump oder sein Handelsminister sagen, der Mercedes S-Klasse, also nur die S-Klasse wird deutscher Mercedes S-Klasse, so präzise könnte der das sagen. Also nicht alle deutschen Kfz, sondern nur die eine. Ja, das kann er machen. Das kann er machen. In dem schon zitierten Fall Hütte Dillinger Salzgitter sind es bestimmte Stahlprodukte, die da betroffen sind. Also nicht alle. Nicht alle, nein. Ja. Aber wie breit das ist, wer da betroffen ist, ob es jetzt nun die S-Klasse ist oder der BMW 7er oder der Q, was weiß ich. Dann auch Audi, nur der mit Automatik. Das ist unsicher. Und es gibt bei uns Beobachtern sozusagen eigentlich ein Rätsel, ne, warum man nicht sehr viel mehr Strafzölle sieht in der Realität, weil mit diesen dehnbaren Paragraphen, zum Beispiel Anti-Dumping, was ist das eigentlich, weiß keiner so recht, könnte ich sozusagen wahrscheinlich jedes zweite chinesische Produkt, wenn ich bösartig genug bin, mit Strafzöllen belasten. Und die Tatsache, dass es da so viel Spielraum gibt und so viel Unsicherheit, macht es natürlich für die Unternehmen schwierig. Sie müssen immer damit rechnen, dass wenn sie wirklich wettbewerbsfähig sind in den USA
und da ein gutes, preislich gutes Produkt anbieten, dass sie dann ins Radar dieser Maschinerie laufen und mit Strafzöllen belegt werden. Das ist eine Unsicherheit, die es vorher weniger gab, weil man diese Instrumente einfach nicht in dieser Aggressivität bedient hat, wie das jetzt offenbar geplant ist. Kann man sich darauf vorbereiten, Herr Rost? Also könnte ich meine S-Klasse jetzt zum Beispiel schon mal viel teurer machen? Kommt drauf an, wie der Mechanismus ausgestaltet ist. Also wenn wir von Anti-Dumping-Zöllen reden, das ist ja auch ein international geregelter Mechanismus. Da wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, um dem Ganzen, um es abzufedern, sagen wir mal so. Wenn wir jetzt aber nur einseitige Strafzölle nehmen, das ist im Belieben dessen von demjenigen, der sie erlässt. Also wenn er sagt, ich will 30% auf die rote S-Klasse mit Automatik und blauen Ledersitzen, dann ist das so. Aber das wird natürlich nie so konkret sein. Aber es werden natürlich immer Produktklassen geschaut. Es kann aber auch sein, dass von Händler zu Händler unterschieden wird. Dass zum Beispiel VW, weil die in Mexiko, ich mache jetzt nur ein Beispiel, mehr produzieren als in den USA, härter getroffen werden als BMW, die Produktionsstätten in den USA haben. So, und wenn jetzt die amerikanischen Unternehmen im Oval Office anrufen können und sagen, hey, Dumping oder Konkurrenz oder irgend sowas, dann würde jetzt Herr Zetsche zum Beispiel als nächstes im Kanzleramt anrufen und sagen, hey, wir kriegen Strafzölle, tut mal was. Mhm. Und was passiert dann? Dasselbe läuft dann auch in Europa ab. Mhm. Das heißt, wir würden amerikanische Autos mit Rachestrafzöllen belegen? Wir würden es zumindest versuchen. Wobei ich mal behaupte, wir würden versuchen, uns an die internationalen Gegebenheiten über die WTO zu halten. Da gibt es dann die Möglichkeit, gegen die Strafzölle aus den USA zu klagen. Und innerhalb eines Jahres wird dann bei der WTO entschieden, ja, das sind ungerechtfertigte Strafzölle, ihr dürft jetzt Gegenmaßnahmen einleiten. Ein Jahr ist ganz schön lang. Kann lang sein. Mehr. Ein Jahr ist schon recht optimistisch eigentlich. Ja. Das dauert auch mal 18 Monate, 2 Jahre, ja, je nachdem. So, und dann haben wir das, wovon alle jetzt schon mal so rumorakeln, einen Handelskrieg. Genau. Wann gab es das zuletzt in der Geschichte? Handelskrieg gibt es die ganze Zeit schon. Nicht? Wir haben aber so richtig derbe, so mit Blut. So richtig heftig, das hat schon lange nicht mehr gegeben. Das meine ich. Also das, was man immer erzählt, ist halt die Zwischenkriegszeit. Nach dem großen Börsencrash 1929, Smoot-Hawley-Zollgesetz hat das geheißen in den USA. Das hat dann ein Wettrüsten in der Handelspolitik ausgelöst mit relativ garstigen Konsequenzen, wenn man durch überlegt, wozu das geführt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann einen Konsens, es nie wieder so zu machen. Man hat die WTO genau deswegen geschaffen, dass man diese protektionistischen Instinkte beruhigt und unter dem Deckel lässt. Nicht? Und deswegen ist das, was an Trump so stört, diese Lust am Tabubrechen. Nicht? Weil er etwas tut, das doch immer wieder auch passiert ist. Man hat handelspolitische Auseinandersetzungen gehabt. Strafzölle hat es gegeben, immer wieder Handelskrieg bei Bananen, bei Rindfleisch. Okay, aber das blieb sozusagen sehr begrenzt. Und die Sorge, die man jetzt hat, wenn der Trump sagt, nee, die WTO, wenn mir das nicht passt, was da rauskommt dann bei so einem Schiedsspruch, ja, nach 18 oder 24 Monaten, dann trete ich einfach aus. Oder ich ignoriere einfach den Schiedsspruch. Diese Art von Rede hat es nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie gegeben. Lassen Sie uns etwas dichter an die EU oder an Deutschland rankommen, der Brexit. Theresa May, denken immer alle, ja, die ist kalt, die sagt immer nur strong and stable, mehr hat sie so inhaltlich nicht zu bieten, aber was erwartet uns da denn? Die Briten werden, so hört man, jetzt erstmal so einen Steuerwettkampf anfangen. Ne? Also wer hat die niedrigsten Unternehmenssteuern? Die Iren haben das ja schon ganz schön vorgemacht. Apple profitiert. Werden die auch Strafzölle erheben? Eher andersrum. Also natürlich ist, die Briten wissen ganz genau, dass sie abhängig sind, auch vom Warenverkehr, gerade mit Mainland Europe. Sie werden alles dran setzen, um den Warenverkehr zu vereinfachen. Aber das ist natürlich auch die politische Verhandlungsmasse. Das Freihandelsabkommen mit dem Vereinigten Königreich dann erst dann anzubieten, wenn man weitergekommen ist in den ganzen anderen Themenfeldern. Was schwierig wird, ist weniger ein Export und ein Import aus dem Vereinigten Königreich zu
organisieren. Was schwierig wird, ist die Harmonisierung in der Regulatorik, die wir im Moment haben. Also ein CE-Zeichen ist im Vereinigten Königreich genauso viel wert wie hier. REACH-Verordnung in der chemischen Industrie, wie wir sie haben, ist genau das Gleiche. Alle möglichen durch die EU geschaffenen harmonisierenden Regelungen brechen dann auseinander und plötzlich sind gegebenenfalls Waren im Vereinigten Königreich gar nicht mehr verkehrsgängig. Das ist dann aber auch eine Form von Handelshemmnis. Das ist ein riesengroßes Handelshemmnis. Und das ist die riesengroße Gefahr, die wir beim Brexit sehen, dass da ein regulatorisches Vakuum geschaffen wird plötzlich oder plötzlich andere Anwendungen der gleichen Regelung kommen, denn das Vereinigte Königreich will ja auch den EuGH so nicht mehr anerkennen, die gegebenenfalls Recht über gewisse Regeln gesprochen haben. Und das wird die ganz, ganz große Herausforderung sein. Die Ein- und die Ausfuhr der Waren zu organisieren, kennen wir heute schon. Ja. Jetzt bin ich ein Vertriebsleiter und habe nun dummerweise die Vereinigten Staaten und UK in meinem Gebiet. Job wechseln oder? Was empfehlen Sie? Also die sagen, hey, Herr Professor, Sie kennen sich doch so aus, was soll ich machen? Abwarten? Ich glaube, das ist zunächst einmal das einzig Vernünftige, das man tun kann, bevor man sich in einen Jobwechsel stürzt. Abwarten. Und man muss sich, glaube ich, mehr investieren in eine Art Trade Intelligence. Also wir haben ja jetzt Jahrzehnte eine Situation gehabt, wo man sich auf die Stabilität der Regeln verlassen konnte und auf eine wohlwollende Behandlung. Nicht? Also die Briten im Binnenmarkt und die USA ganz stark in der WTO eingebunden. Und was man einfach jetzt, glaube ich, mehr braucht, da müssen auch die Verbände helfen, BDI und IHKs und so weiter, am Ball zu bleiben, was denn da die Aktionen sein könnten, die man erwarten kann aus den USA oder aus dem Brexit-Prozess. Ich bin beim Brexit ganz der Meinung, was schon gesagt wurde, die regulatorische Unsicherheit, aber ich glaube, das ist etwas, das sich erst langsam aufbauen wird. In der kurzen Frist werden die Briten in ihrer sogenannten Great Repeal Bill einfach alles in englisches Recht übersetzen, was heute EU-Recht ist. Nicht? Also Great Repeal klingt ja so wie man wirft weg oder man steigt aus dem Acquis Communautaire. Das ist nicht so, es wird einfach übernommen, was es gibt und in englisches Recht übersetzt. So. Das heißt, es wird... Das wäre die softeste Lösung. Das ist das, was die machen werden. Ah, okay. Ja, also das ist schon relativ klar, das Great Repeal Bill wird ja schon diskutiert. Und das bedeutet, dass sozusagen in der Realität zunächst einmal sich nicht Gesetze ändern werden. Es ist nicht so, dass die plötzlich anders regulieren, die Chemikalien anders regulieren als wir. Die werden einfach das REACH mehr oder weniger übernehmen. REACH wurde wie lange verhandelt? 8 Jahre? 8 Jahre. 8 Jahre. Das heißt, man kriegt es auch nicht einfach so aus dem Unterhaus ein Gesetz herausgezaubert, das REACH ersetzt innerhalb von ein paar Monaten. Das läuft nicht. Deswegen übernimmt man das einfach. Die große Frage ist nur aber, ob man gegenseitig anerkennt. Also ob dann die Chemikalien, die in Deutschland produziert werden, auch tatsächlich als marktfähig zugelassen werden in USA, in Großbritannien und umgekehrt. Und auch da, glaube ich, kann man darauf vertrauen, dass am Ende die wirtschaftlichen Interessen so stark sind, dass man da einen Modus vivendi finden wird. Da wäre ich also relativ relaxed und würde vom Jobwechsel warnen. Worauf man sich vielleicht doch vorbereiten kann, ist, dass die Briten wohl auch aus der Zollunion aussteigen werden. Ja, denn da müssten sie den EuGH anerkennen, wenn sie da drin bleiben wollen und so Geschichten. Zollunion heißt, dass man als Exporteur, wenn man aus Deutschland nach Großbritannien eine Ware liefert, den Warenursprung nicht nachweisen muss. Und das werden sie plötzlich müssen im Jahr 2019. Und der Warenursprung nachweisen ist bürokratischer Hassel. Darauf kann man sich schon vorbereiten und auch vielleicht die Lieferketten vereinfachen und so weiter, damit dieser Warenursprungsnachweis nicht allzu bürokratisch aufwendig wird. Wie ist das bei der BASF? Fangen Sie schon an, solche Szenarien zu entwickeln bei Ihren... Selbstverständlich werden da Szenarien entwickelt und auch ganz einfach, man bereitet sich darauf vor, wir haben 2 Jahre, da muss der Laden weiterlaufen und so smooth, so einfach, so... Wie soll ich sagen? So glatt wie möglich. Denn es kann nicht sein, dass wir plötzlich unsere Waren nicht mehr rauskriegen und die Anlage dann plötzlich überläuft. Wäre ein bisschen schlecht. Aber es sind genau die Sachen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir Manpower aufbauen, um ein Import- und Export
um es mal ganz konkret zu machen, zu organisieren. Haben wir heute nicht. Wir schippern die Sachen ganz einfach von unseren Standorten in UK nach Europa oder in die andere Richtung zurück und merken es gar nicht. Aber wie ist das eine gemeinschaftliche Lieferung? In so einem großen Konzern wie, wie bei der BASF hat der Bock gleich mal 10 oder 50 Stellen klar gemacht, um jetzt sich auf 2019 einzustellen? Das ist eben jetzt der Prozess. Wie viele Stellen müssen da klar gemacht werden? Und dann sind die Stellen da und die große Frage wird, wie kann man sie besetzen? Denn in UK gibt es ganz einfach nicht genug Personal, um diese ganze Administration, die jetzt auf das Land zukommt, abzuwickeln. Um beim Beispiel REACH zu bleiben, die Behörde, die das verwaltet in Helsinki, beschäftigt 600 Personen. Wenn man jetzt REACH UK macht, die brauchen vielleicht nicht 600, die brauchen nur 300. Aber finden Sie mal 300 Chemiker, IT-Spezialisten und so weiter und so fort, Juristen, die das machen. Sie müssen Export-Import-Abteilungen aufbauen, die den ganzen Warenverkehr nach Europa organisieren. Und dadurch, dass wir aus der Zollunion raus sind, es gibt keine Vereinfachung im Moment. Wir, so wie es aussieht, fangen wir bei Null an. Gut, weil das hier ein interaktives Podium ist, total modern, sind Ihre Fragen natürlich gefordert, meine Damen und Herren. Wir haben ja eine bezaubernde Mitarbeiterin mit Mikrofon. Wir haben das ja gestern schon mal geübt. Da hatten wir einen Schwerpunkt in der Ecke, vielleicht jetzt mal da drüben. Sie können also jetzt mit wahnsinnig klugen Fragen die Aufmerksamkeit Ihrer Mitstreiter auf sich ziehen. Da traut sich wieder keiner, muss immer einer mit dem Eisbrecher. Wir hatten, ach guck mal da, sind ab sofort mein Lieblingsteilnehmer. Weil es gibt nichts Peinlicheres, als wenn man als Moderator in so eine Runde reinfragt und man starrt in 300 leere Augen. Das ist, bitte, Sie haben mich gerettet. Vielen Dank, Herr Schumacher. Ihre persönliche Einschätzung, hält Trump überhaupt 4 Jahre durch? Weil ich meine, mit dem ganz aktuellen Gegenwind, der ja kommt, ja, ich meine, der war ja jahrelang eigentlich nur gewohnt, ein Firmenpatriarch zu sein, Executive Orders zu schreiben, kann ich ja als CEO auch machen, dass alles so läuft, verliert er nicht irgendwann die Lust und schmeißt einfach hin nach einem halben Jahr? Ich habe da auch persönlich eine Wette laufen, aber ich würde mich mal interessieren. Sie wissen ja, wie das mit Wetten ist, ne? Das kann ganz schnell gehen. War das jetzt an uns alle drei? Ja. Ja, da, die Glaskugel ist wieder breit. Ja, also es kann zwei Gründe geben, den Trump vor dem Ablauf der Amtszeit loszuwerden. Einer ist, dass er selber geht. Das ist durchaus möglich. Die Sprunghaftigkeit, die er an den Tag legt, warum nicht? Also so eine Wette kann man schon eingehen, man soll sie vielleicht hedgen, aber also die Gegenwette auch gleich abschließen. Und, aber was auch passieren kann, ist natürlich, dass diese Affären, die sich da aufbauen, die Russland-Geschichte, dass die zu einem Impeachment führt. Das will zwar keiner wirklich, die Republikaner haben Angst, wenn aus der Politik heraus der Trump abgesägt wird, dass dann die 10 oder 12% der Amerikaner, die wirkliche Trump-Fans sind, die Shotgun in den Pickup packen und aus der Provinz nach Washington fahren. Also da hat man schon konkrete Sorge, dass es da Szenen geben kann. Und das meinen die ernst, ne? Ja, die meinen das ernst. Sowas hat es ja gegeben auch schon. No Bullshit, ja. Ja, insofern, ich würde jetzt sozusagen eher damit rechnen, dass wir 4 Jahre mit ihm leben müssen, ehrlich gesagt. Was sagen Ihre Kumpels im Weißen Haus? Ja. Da ich ja letzte Woche gerade da war. Ah, elegant eingeflochten. Ein Profi. Also eigentlich kann sich keiner leisten, dass er geht, aber vielleicht strauchelt er wegen irgendwelchen Affären oder sowas, dass er nicht mehr zu halten ist. Also es gibt ja auch noch den dritten Weg, böse gedacht, aber ich meine, John F. Kennedy hat seine Präsidentschaft... Naja, Entschuldigung! Also Sie glauben gar nicht, wie häufig man das in privaten oder auch in halb öffentlichen Gesprächen hört. Verrückte gibt es immer. Diese Russland-Affäre, also wenn Sie meine Meinung hören wollen, keine Ahnung, ob das reicht. Da braut sich was zusammen. Also wenn man CIA-Chef FBI rausschmeißt,
keine gute Idee, weil man legt sich mit Geheimdiensten nicht an. Oberste Regel jedes Präsidenten, ja, also die wahre Macht im Land ist der Geheim oder sind die Geheimdienste. Wenn ich mir die idealerweise auch noch im Kollektiv zu Feinden mache, keine gute Idee, weil die wissen im Zweifelsfall eine ganze Menge aus meinem Vorleben und wir haben ja diese Busgespräche und was auch. Aber es hat ja auch nicht geschadet, ja, dieses ganze Pussy-Grabbing und so weiter, das war vor der Wahl und es hat nicht geschadet, also zumindest nicht dem Wahlsieg. Ich habe nur neulich gelesen, im Kanzleramt rechnet man mit 2 Legislaturperioden Trump, das heißt nur noch 7,5 Jahre. Die haben so wie bei der Bundeswehr so ein Metermaß, wo man dann jeden Tag einen Tag abschneidet und sagt, naja gut, dann haben wir's. Ich meine, auf der anderen Seite sieht man so interessante Effekte in der Welt, die ich nicht ganz unterschätzen würde. Die Bereitschaft der Europäer, sich mal wieder an einen Tisch zu setzen, war noch nie so groß wie jetzt. Ne? Oder also, mit China oder Indien. Ja. So, die hatten wir beide diese Woche zu Besuch. Erst kam der Inder, jetzt ist, glaube ich, gerade der chinesische Regierungschef da. Dass die Chinesen inzwischen die feurigsten Verfechter des Freihandels sind, ist historisch auch So ein U-Turn, ist auch nicht wirklich glaubwürdig, nee. Ehrlich gesagt. Ach komm, echt? Skepsis angebracht. Würde ich schon sagen, ja. Ja, also wie gesagt, das, man muss ja fairerweise auch sagen, hier und da beruhigt sich ein bisschen was. Also der Klimawandel wird kein Thema sein, wo sich die internationale Gemeinschaft jetzt unterhakt und sagt, oh, weil die jetzt das Pariser Abkommen nicht... weil die da nicht mehr weiter mitmachen. Deswegen sind wir jetzt alle gegen Amerika. Es gibt ein Axiom in der Politik, das gilt fast immer, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Also alles das, was sich irgendwie lange ankündigt, das läuft einfach so weiter. Aber es passieren Dinge, also zum Beispiel gesundheitlich. Der Mann ist 70 Jahre, ja, das muss man einfach auch mal sehen. Angeblich braucht er nur 4 Stunden Schlaf. Ich glaube einfach, und das weiß ich nun aus der Berliner Politik, es ist eine unfassbare körperliche Belastung, was da jeden Tag, also das meine ich völlig ohne Quatsch, ja, was da jeden Tag auf einen einprasselt. Das muss man erstmal durchhalten. Also die Konstitution muss man erstmal haben. Und dass der Trump in seinem ersten Viertel, in seinen ersten 100 Jahren irgendwie so oft beim Golf, Tagen, fehlte Freudleistung, in seinen ersten 100 Tagen öfter beim Golfen war als Obama in seinen 2 Amtszeiten, das zeigt zumindest einen gewissen Erholungsbedarf. Die Frage ist, ob dieser Führungsstil überhaupt funktioniert oder ob alles durcheinander geht. Wie ist das mit ihren amerikanischen Kontakten? Man hat den Eindruck, es wird, also es gibt keine Struktur in der Führung, oder es ist so sehr... Ja, also der Eindruck ist Chaos überall. Ja, aber es ist kein System dahinter, ne? Es ist keine Hidden Agenda. Es ist wirklich nur so, hier Feuerchen austreten. Es gibt ja auch noch nicht so viel Struktur. Man muss sagen, die ganze Administration ist hier ausgewechselt worden und zum großen Teil noch gar nicht neu besetzt. Also ausgewechselt heißt raus? Genau so. Also als ganz normaler politischer Prozess in den USA. Ja, klar. Und es schleppt sich im Moment so ein bisschen dahin. Wie gesagt, USTA ist jetzt dann mal endlich besetzt. Wobei das, wenn man das vergleicht, relativ früh passiert ist im Vergleich zu den anderen Präsidenten. Aber ganz viele andere Positionen, Schlüsselpositionen, 80% sind noch vakant. Und manche werden schon wieder entsorgt. Ja. Nicht? Also das ist dann doch vielleicht ein neuer Stil, dass man, die Leute sind noch kaum eingearbeitet, müssen sie schon wieder verschwinden. Also das ist... Ja, das ist aber Trump-immanent. Ja. Also Trumps Personalpolitik verläuft in 3 Schritten. Wer ist der Kerl? Der ist ja spannend. Schritt 1, ne? Den muss ich unbedingt haben. Schritt 2, wer war das nochmal? Schritt 3. Ja, und das ist natürlich in der Politik relativ schwierig. Haben wir noch eine Frage? Vielen Dank für diese ausgesprochen kompetente, sympathische und auch, ja... Metafrage. Oh, oh, guck mal, gleich, super. Stopp, stopp, zurück, zurück. Haben Sie Koff Pfeffe mitgekriegt? Den Tweet gestern, wo Trump, glaube ich, Covering schreiben wollte, aber da ist ihm wohl der Kopf auf die Tastatur gefallen. C-O-V-F-E-F-E. Müssen wir mal gucken, was da im Netz los ist. Sehr lustig. Bill Clinton, I had no co-pfeffe with this lady. okay. Impeachment. Bitte. Mein Name ist Sonja Haug von der Firma Infiana. Was ich
praktisch, also wir sind gerade dabei, auch in Amerika zu expandieren. Was mir dabei aufgefallen ist, es ist sehr schwierig, das Thema Trump überhaupt anzusprechen, oder man sollte es möglichst vermeiden, weil es ist ja wirklich faktisch so, dass die meisten ihn gewählt haben. Das ist ja nun mal so. Und wenn man im Vertrieb arbeitet, dann sollte man vielleicht dieses Thema so ein bisschen umschiffen, weil die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass man Trump-Anhänger trifft. Und so kritische Dinge, die werden da auf jeden Fall negativ aufgenommen. Haben Sie da auch in der Richtung die Erfahrung gemacht, wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen oder... Finde ich eine hochinteressante Frage. Für, ne, alle Verhandlungstrainer müssen sofort ihr Portfolio erweitern. Ja? Wie verhandle ich mit Trump-Anhängern? Ja? Also ganz neu. Ist Thema? Ist natürlich Thema. Wobei die Rückmeldung, die wir bekommen haben, ist, man hat vorher schon nicht so viel über Politik in den ganzen Verhandlungen gesprochen. Gleiche Beobachtung wie bei Ihnen auch. Man lässt es lieber bleiben. Don't touch this. Ja, genau. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, einen echten Trump-Anhänger zu finden, ist doch nicht so hoch. Ne? Das ist ungefähr ein Viertel, weil er hat ja nicht ganz 50% des Public Votes bekommen und es sind nicht ganz 50% der Amerikaner zur Wahl gegangen. Also ein Viertel der Amerikaner hat aktiv gesagt, ich will diesen Präsidenten im Weißen Haus sehen. Also damit kann man kalkulieren, ein Viertel ist dann doch nicht so riesig hoch. Ja? In meiner Welt ist es so, dass wir mit Ost- und Westküsten-Klientel umgehen müssen. Und da gibt es überhaupt kein Problem. Da wird liebend gern über Trump gesprochen. Und es ist sehr amüsant und sehr witzig und eigentlich sozusagen Smalltalk-Thema Nummer eins. Nicht, wenn Sie irgendwo in Iowa oder so unterwegs sind, dann ist wahrscheinlich, muss man sich anders aufstellen. Also da gucken Sie ganz schnell in die Doppelläufige. Ja, ja. Aber im Vertrieb ist man Kummer gewohnt. So, haben wir noch eine Frage? Ja, bitte, ey, hier unten ist richtig was los. Die sind gedopt. Eine Frage, wie schätzen Sie denn die Auswirkung von Brexit und Trump auf die deutsche Konjunktur ein? Unmittelbar. Ja, beides ist ein Unsicherheitsschock gewesen. Das spielt sich jetzt schon in unseren Prognosen wieder. Also nicht nur am IFO-Institut, das macht man überall so. Wir hätten vielleicht 1/10% oder 2/10% mehr in der Prognose, wenn diese Dummheiten nicht passiert sind. Mehr kann man noch nicht wirklich sagen, weil es bei Trump ja zwei gegenläufige Effekte gibt. Nicht? Also er kann ja erfolgreich sein mit seinem großen Steuerreformpaket und das schiebt dann die amerikanische Konjunktur an und die deutsche Wirtschaft profitiert davon. Aber daneben gibt es dann diese Risiken aus der Abschottung. Der Brexit, da kann man kaum irgendwelche positiven Effekte erkennen für Europa. Die vielleicht noch so, wenn man ganz optimistisch sein will, dass der Brexit dazu führt, dass die Europäer ein bisschen näher zusammenrücken, dass man manche der Großbaustellen in Europa vielleicht schneller beseitigt. Aber diesen Optimismus teilen wir jedenfalls in München überhaupt nicht. Das Gegenteil eher, wenn die Briten fehlen am Verhandlungstisch in Brüssel, dann setzen sich andere eher durch, die nicht wirtschaftsfreundliche Politik vertreten, eher aus Frankreich oder aus dem Club Med, wie wir gerne sagen. Und dann kommt sozusagen nachhaltig aus dem Verschwinden der Briten eher eine kleine Wachstumsbremse, weil die insgesamte europäische Politik weniger wachstumsfreundlich werden wird. Christian Rost, noch eine Glaskugelprognose aus. Wir sind verhalten neutral, um das mal so auszudrücken. Es gibt positive wie negative Aspekte. Es ist schwer, sie zu bewerten. Wenn man jetzt speziell bei unserer Firma die Position anschaut, wir sind stark in den USA, also eine Border Adjustment Tax, die diskutiert wurde, würde uns jetzt zum Beispiel nicht umhauen. Mhm. Es gibt andere Konstellationen, da kann das dann ganz einfach, die Firmen kann sehr viel härter treffen, aber sehr individuell anzuschauen und im Moment, wir wissen einfach ja gar nicht, was konkret Sache sein wird. Aber jetzt mal Indien und China, beide Vertreter diese Woche da. Lässt sich da was kompensieren, ausgleichen, dass man sagt so, selbstverständlich. USA fahren wir runter? Also Indien, wir sind ja gerade die EU ist in Verhandlungen mit Indien, Freihandelsabkommen, stockt gerade, vielleicht gewinnt es wieder Schwung. China war ja immer, mit denen machen wir kein Freihandelsabkommen.
Die Schweiz hat schon seit 2 Jahren Freihandelsabkommen mit China. Okay, groß gegen klein, aber die Schweizer profitieren da durchaus auch von. Also da wir grundsätzlich für Freihandel sind, ist das ein positives Zeichen, aber auch nicht mehr. Nächste Frage. Oh, hier, Hammer. Bitte. Ja, nochmal eine Frage zur Konjunktur. Ein Ziel in Amerika, wie auch in Britannien, ist ja, im Land mehr Wertschöpfung zu generieren. Dazu sind Maschinen erforderlich, Anlagen sind erforderlich und genau in dem Bereich ist Deutschland ja einer der Weltmarktführer. Ist es nicht eine sehr positive Nachricht für uns? Ja, das ist, was ich vorher angesprochen habe, der Konjunkturimpuls, der auch kommen kann aus den USA. Ein Teil der Steuerreform könnte ja darin bestehen, dass man Investitionen schneller abschreiben kann in den USA. Das würde also sehr konkret die Investitionstätigkeit anschieben. Und da wären vor allem die großen Nutznießer Deutschland und Japan, die in vielen Bereichen Monopole haben im Maschinenbau. Und die Frage ist natürlich nur, ob die US-Administration das nicht durchschaut und genau diese Dinge dann nicht tut. Ja? Denn es gibt auch andere Wege, die Konjunktur anzuschieben. Die Steuerreform, so wie sie jetzt geplant wird, die ist sozusagen weniger spezifisch positiv für Deutschland. Die wirkt sehr viel breiter. Also da muss man auf die Details schauen. Aber Sie haben schon recht, wenn es brummt in den USA, wenn das zustande käme, dann wäre das für die deutsche Exportindustrie, vor allem den Maschinenbau, wäre das eine tolle Sache. Nur jetzt, gerade jetzt, häufen sich eigentlich die Zeichen, dass durch diese große Unsicherheit, die in Washington eingekehrt ist, eher in den USA Investitionszurückhaltung sich aufbaut, dass es eher zu einer Konjunkturabschwächung kommt, wegen diesem sozusagen erratischen Verhalten im Weißen Haus. Nicht? Und das muss sich ändern. Wenn da kein Zug zu sehen ist und keine Strategie zu sehen ist für die Unternehmen, dann investieren sie auch nicht. Weiter geht's. Da waren noch 2, 3. Wunderbar. Guten Tag, Alexander Oelsner, Firma Freudenberg. Ich habe eine Frage hinsichtlich der Möglichkeit, dass Jean-Claude Juncker gesagt hat, CETA ist die Basis aller Freihandelsabkommen. Wir haben jetzt den Herrn Trump, der nach seiner Wahl direkt nach Kanada geflogen ist. Wie schätzen Sie eigentlich NAFTA, CETA? Wird zusammengemerged ein? Oder ist der Trump so stark, dass er sagt, ich möchte, wenn überhaupt, für die USA was Eigenes abschließen? Könnte ja sein, also, dass er einfach CETA in NAFTA aufnimmt. Ja. Also derzeit ist die Arbeitsprognose, dass TTIP, das Abkommen EU-USA, wenn es dann kommt und weiter verhandelt wird, als eigenes Abkommen kommt. Dass dann vielleicht in einem weiteren Schritt es zu einem EU-NAFTA-Abkommen, denn mit Mexiko haben wir ja schon eins, CETA ist so gut wie durch alle Gremien durch und wird vielleicht bald angewandt. Und wenn wir dann 3 Freihandelsabkommen haben oder 2 Regionen, NAFTA und EU, dass man das dann mal zusammenbringt, ist eine Perspektive. Aber im Moment Dreigleisigkeit. Das ist die Arbeitshypothese. Zweite Frage zu Brexit, da wir auch in der Türkei große Werke haben. Uns ist aufgefallen, dass sehr viele EN-Normen in der Türkei über den BS, British Standard, implementiert wurden. Okay. Jetzt haben wir Brexit, yeah. Dann haben wir den ENBS. BS ist draußen und wir stehen irgendwie alle im Leeren da. Wie ist da Ihre Einschätzung zu? Ja, das ist ja genau das, was vorhin auch gesagt wurde, dass viele eigentlich Regeln, auch wenn es mal aus dem British Standard entwickelt wurde, dann zum europäischen gemacht wurde, wieder zurückübersetzt wird in den britischen Standard. Die Problematik ist, am Tag 1 ist das vielleicht noch vollkommen harmonisch. Aber irgendwann wird sich das auch auseinanderentwickeln. Und dann fängt die Problematik an, weil im Moment verfolgt man nur, wir müssen den europäischen Standard verfolgen. Plötzlich muss man einen langsam sich wegentwickelten British Standard verfolgen und das macht das Ganze dann aufwendig und kaum oder schwer administrierbar noch und das macht es dann wieder teuer. Ist nur für eine relativ kleine Volkswirtschaft, die die britische ja immerhin ist, auch im Vergleich zum EU-Markt, keine besonders clevere Strategie, jetzt auf eigene Standards zu setzen, dann macht man sich ja selber das Leben schwerer. Also wir gehen eigentlich davon aus, dass die Briten sehr viel einfach übernehmen werden und sich da in vielen Dingen so verhalten werden, wie die Schweizer das tun, die Norweger das tun, die Isländer das tun, einfach die europäische Regularien zu übernehmen, relativ stillschweigend, da macht man kein Theater draus. Alles andere wäre gerade für die
die Briten einfach furchtbar teuer und das kann man sich, das will man sich nicht zumuten, wenn man es anders haben kann. Gut, da in der vierten, fünften Reihe waren noch zwei Arme. Dann noch mal runter in die zweite, bitte. Rainer Sammer von der Hagebau. Ich hätte eine Frage. Und zwar gibt es ja Stimmen, die sagen, dass in den letzten Jahrzehnten, als die Globalisierung sozusagen um sich griff, dass diese Welle endlich ist und irgendwann zurückgespült wird. Das heißt, nicht nur der Informationsaustausch weltweit ist ein Thema, sondern auch das Verlagern von Produktionsstätten, Arbeiten und Ähnlichem. Und dass diese Welle wieder zurückkommt, das heißt, man verlagert wieder in die Heimatländer oder in dem Falle dann auch nach Europa wieder die Produktion zurück. Und kann es dann sein, dass Brexit und Trump auch Nordkorea und viele andere Themenfelder weltweit eher noch dazu beitragen und dies beschleunigen? Also wir sehen das schon ein bisschen in den Daten, ehrlich gesagt. Also das Offshoring hat aufgehört, schon rund um die große Weltwirtschaftskrise. Und das heißt, aber ob es zum Ende der Globalisierung kommt, das ist eine ganz andere Frage. Also wir haben vielleicht eher eine Pause. Wenn Sie sagen, in ganz langen historischen Kontexten denken, dann ist eigentlich klar, dass die Globalisierung nicht getrieben wird durch Politik, sondern getrieben wird durch Technologie, durch die Verfügbarkeit von Transportmitteln. Also als man das Segelschiff erfunden hat, hat man sich globalisiert. Und dann kam der Dampfer und das Flugzeug und das Internet. Und all diese technologischen Errungenschaften kriegt man ja nicht wieder in die Flasche zurückgestopft. Die bleiben bei uns. Es geht eher schneller und besser noch. Klar kann es sozusagen Hängepartien geben, das wissen wir auch aus der Geschichte. Aber in der ganz langen Frist, glaube ich, ist es abzusehen, dass die Welt weiter immer globaler werden wird. Auch die Probleme, die wir haben, werden zunehmend globaler Natur sein. Der Klimawandel ist ein globales Phänomen, der Terrorismus ist ein globales Phänomen. Wenn wir da nicht auch globale Antworten haben, dann verlieren wir individuell in unseren Ländern, aber die Welt insgesamt. Und darum glaube ich auch, dass schon langfristig einfach die Notwendigkeit zur Kooperation riesig groß ist. Und wir diese Phase, die wir jetzt haben, die so ein bisschen nach der Zwischenkriegszeit riecht manchmal, dass diese Phase auch wieder vorübergehen wird. Herr Rost? Ganz ähnlich. Es gibt immer Wellen, wie bei allem. Und im Moment gehen wir mehr in die Lokalisierung rein, aber das wird sich auch wieder drehen. Denn wir kommen von einer ganz langen Phase der Liberalisierung des Welthandels. Mit den ganzen Runden, wo die Zölle gesenkt wurden insgesamt, hat es ja überhaupt erst ermöglicht, auch neben der Verbesserung der Transportmöglichkeiten, ganz einfach Waren rund um die Welt zu schippern. Aber jetzt sind wir auch in einer Phase, wo wir wieder lokalisieren, weil wir merken, wir haben Vorteile, wenn wir lokal schnell agieren können mit Waren, am Markt schnell sind, weil das wieder ein Wettbewerbsvorteil ist. Denn es geht ja in eine Spezialisierung, auch in der Großchemie. Gut, da waren noch einige, eins und zwei, die Dame ist dann die letzte, haben wir da noch die Seite schwächelt ein bisschen. Kai Ziegler von Xing, relativ simple Frage, schließt sich an eine der vorigen Fragen an. An Sie, Herr Felbermayr, und gerne von Ihnen, Herr Schumacher, noch einen Kommentar dazu, weil Sie immer noch einen guten Spruch auf Lippen haben. aus den ganzen Tendenzen, die man jetzt mal sieht von Trump und von Brexit, kann man da für irgendeinen Staat was Positives ableiten? Also gibt es irgendjemanden, der davon da als Gewinner rausgehen könnte? Ein Staat? Ja. Ja, ich meine, China ist natürlich... Die sind nicht mehr die Bösen. Ja, und ich meine, die haben ja auch ein ganzes Portfolio von Initiativen, ob das jetzt die Seidenstraße ist, ob das Andocken sozusagen des zentralasiatischen Hinterlandes ist, die sie jetzt relativ freizügig oder leichter verfolgen können als vorher, wo die Europäer vor allem eher über den Atlantik geguckt haben. Also ich glaube, die Chinesen und dann der asiatische Raum insgesamt kann sich dadurch schon verbessern. In unseren Modellen ist aber sozusagen volkswirtschaftlich gesehen, sind das winzig kleine Effekte, weil die USA ein Viertel der Weltnachfrage auf sich vereinigen. Die ist so groß, wenn sich die abschotten, dann ist das eigentlich für alle schlecht, also für die Chinesen und für die Japaner und für die Europäer. Da gibt es also kaum Gewinner. Aber politisch gesehen ist es sicher so, dass China, Peking, der asiatische Raum da profitiert. Trump-Gewinner, Herr Rost? China. Auch China.
Also ich würde noch mal eine steilere These versuchen. Ich glaube nicht, dass Herr van der Bellen österreichischer Präsident geworden wäre ohne Donald Trump. Ich glaube nicht, dass Geert Wilders aus einer holländischen Regierung rauszuhalten wäre ohne Trump, also bei Hillary Clinton. Und ich würde auch sagen, dass Herr Macron womöglich nicht gewonnen hätte ohne Donald Trump. Also es hat schon auch ein großes Maß an der klassischen, ich sag mal, Gegenbewegung gegeben. Die Welt war noch nie so politisiert, wie sie jetzt ist. Ja. Und jetzt ist mal Schluss mit den üblichen Juxereien in der Heute-Show. Jetzt wird es auf einmal wieder ernst. Allein die Tatsache, dass die New York Times, wie alle Medienunternehmen, eher notleidend die ökonomisch das erfolgreichste Jahr seit Ewigkeiten hat, bedeutet, dass die Leute sich wieder seriös und ordentlich informieren. Die Tatsache, dass Breitbart, haben wir jetzt gerade diese Woche gehört, von 27 Millionen Klicks im November 16 jetzt auf 10,7 im April, glaube ich, zurückgefallen ist, zeigt aber auch, dass dieser ganze Fake News, Scheißendreck, Entschuldigung, an Relevanz verliert. Also Trump hat zu einer neuen Ernsthaftigkeit, auch in meiner Branche übrigens, geführt. Und das ist absolut begrüßenswert. Hillary Clinton, das muss man einfach mal sagen, war eine denkbar schlechte Gegenkandidatin. Die hatte nicht viel zu bieten, außer dem üblichen amerikanischen Familienprinzip. Ne? Einer von uns als nächstes kommt Chelsea um die Ecke. Ja, also dann vielleicht doch lieber Mark Zuckerberg. Da war noch eine Frage, aber warum soll ich amerikanischer Präsident werden, wenn ich 2 Millionen Bürger habe? 2 Milliarden meine ich. So, ja. Bitte. Nadine Ross von der Firma Kniebecks. Eine Frage zum Brexit, und zwar, wie schätzen Sie die Lage ein oder die Problematik des freien Personenverkehrs jetzt, insbesondere bei Unternehmen, die auch vor Ort natürlich Angestelltenverhältnisse haben? Können da Unternehmen was machen? Können die sich jetzt schon vorbereiten? Wie sehen Sie die Lage? Also jetzt konkret UK. Ja. Also freier Personenverkehr ist jetzt nicht zu erwarten, dass wir noch mehr Grenzkontrollen zu erwarten haben, denn UK ist schon nicht im Schengen-Raum. Da müssen wir sowieso schon immer mit dem Perso hinfahren. Das ist natürlich dann mit gegebenenfalls Arbeitserlaubnissen, mit irgendwelchen Aufenthaltstiteln und so weiter schwieriger wird, ist klar. Vor dem Hinblick aber, die brauchen ganz viele Menschen jetzt, die eine Administration stemmen, die sie vorher nicht hatten, muss da ein Gleichgewicht gefunden werden. Es wird dann vielleicht Visa- oder Aufenthaltsgenehmigungen geben für besonders gut Ausgebildete, die den Job machen und so weiter. Aber die müssen sich Leute ranschaffen, sonst können sie das nicht stemmen. Ja, das sehen wir auch so. Wir glauben, dass ein bisschen paradoxerweise Folgendes passieren wird, dass man, was die EU angeht, bei einem relativ liberalen Visa-Regime landen wird, weil die City of London nicht funktioniert ohne Mathematiker aus Paris, weil die Industrieanlagen in Großbritannien nicht gewartet werden können ohne Ingenieure aus Deutschland und so weiter und so fort. Dass man aber eher eine Abschottung sehen wird hinsichtlich der Commonwealth-Staaten. Also ein bisschen paradox, weil man ja immer sagt, so, unsere Zukunft, Global Britain, sind unsere ehemaligen Kolonien, da nicht. Die Frau May hat ja auch den Herrn Modi schon vergrätzt, weil sie gesagt hat, sie würde gerne mit Indien Freihandel haben, aber die wichtige Frage der Personenfreizügigkeit, darüber können wir nicht sprechen. Also ich glaube, für uns in Deutschland und für Europa insgesamt, und Europa wird sich da nicht dividieren lassen, man wird also wahrscheinlich nicht, das wird Brüssel verhindern, man wird nicht sagen können, für die Rumänen oder Polen haben wir ein anderes Regime als für die Franzosen und für die Deutschen, das wird Europa nicht machen. Und deswegen glaube ich, dass sich, was die EU-Bürger angeht, da eigentlich in der Sache kaum etwas verändern wird. Bürokratie auf jeden Fall mehr, damit muss man schon rechnen, aber sozusagen für die Geschäftsinteressen wird das wenig Relevanz haben. Es wird ja noch spannender oder verrückter, wenn die EU-Grenze dann eines Tages direkt über die Insel läuft, nämlich einmal um Schottland rum. Dann wird es ja einfach völlig absurd. Was machst du da für Zeichen? Wir sollen aufhören.
Jetzt haben wir uns gerade warm geredet, das Mittagessen ist doch egal. Die Leute wollen hier auch mal knallharte Info. Nein, wir hören jetzt auf, meine Damen und Herren. Ich möchte mit einem versöhnlichen Wort schließen. Erstens mal ganz herzlichen Dank an Professor Felbermeier und an Christian Ross, dass Sie hier waren. Genau. Und jetzt mal so ein bisschen was Käsmaneskes. Ich bin immer noch im Kirchentagsbeat aus Berlin. Erinnern Sie sich, Brexit sollte nicht stattfinden, weil die Umfragen ganz anders waren. Alle meine Kollegen und ich selber haben rumgeschrieben, wenn das passiert, dann geht die Welt unter, dann bricht die EU auseinander, dann sind wir alle zum Teufel. Genau das Gleiche bei Trump. Die Umfragen, das konnte gar nicht sein. Und wenn der Präsident wird, die Welt und so. Was machen wir hier? Wir haben Späßchen, sitzen auf einem Kongress, alles ist dufte und die Welt ist nicht untergegangen. Ich finde, das ist ein ausgesprochen gutes Zeichen. Das heißt, wir sind auch in der Lage, mit etwas Herausforderungen fertig zu werden. Es geht nicht immer gleich die Welt unter und wenn, dann in einem Moment, wo keiner damit rechnet. Ich hoffe nicht vor dem Mittagessen oder während. Ich wünsche guten Appetit. Vielen Dank.